Es geht um Studiomonitore. Bei mir ist Thorsten Martens. Hallo Thorsten. Hallo Alina. Wir wollen über die zweite Generation in der HS-Serie sprechen. Was habt ihr euch Neues überlegt? Was gibt es? Ja, wir sehen hier auf dem Stand heute zum ersten Mal die neue HS-Lautsprecherserie, zweite Generation der sehr bekannten und sehr beliebten HS-Monitore. Und ein Blick auf die Familie zeigt zunächst schon mal, sie ist größer geworden. Ja, es sind jetzt 3 statt 2, richtig? Richtig, wir haben 3 Full-Range-Lautsprecher. Die Monitore sind beamt. Das Neue, das Besondere an diesen HS-Lautsprechern ist, dass sie komplett neu designt sind. Das heißt, akustisch neu designt, störende Resonanzen wurden reduziert. Und wir haben neue Schallwandler eingebaut, die eine noch präzisere Wiedergabe ermöglichen. Und wir haben 3 Full-Range-Modelle. Wir haben den HS5, einen Blick darauf, einen 5 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner. Wir haben HS7, das ist unser neuer im Bunde, ein 6,5 Zoll Tieftöner, HS8 mit einem 8 Zöller. Und wenn wir einen Schritt zurückgehen, sehen wir den absolut auch neu designten HS8S Subwoofer. Und die Studiomonitore sind ideal, wenn man im Home- oder im Projektstudio arbeitet oder auch Filme komponiert und einfach für jedermann, der einen preisgünstigen, super klingenden Studiomonitor braucht. Ja, also ich würde sagen, es klingt nicht nur gut, sondern soweit ich es beurteilen kann, sieht es auch sehr, sehr schön aus, diese Schwarz-Weiß. Finde ich sehr edel. Ja, absolut. Und wenn man raufschaut, wenn man sich die Monitore ansieht, sieht man die White Cone, also die weiße Membran. Das ist schon seit einigen Jahren bei Yamaha sehr populär. Und sehr stylisch, sehr edel ist das neue Yamaha-Logo, neu designt, leuchtet im Dunkeln, sieht toll aus und macht viel Freude. Ein sehr schönes, stylisches, neues Produkt. Vielen Dank für deine Informationen, Thorsten. Alles klar, Alina. Bis dann. Tschüss.